hatte gerade die vierte Einstellung für die Produktwerbung von Weizenzäpfle. Und zwar geht es jetzt darum, den Deckel abzukriegen im Bild, ohne eine Hand zu verwenden, beziehungsweise Hand schon zu verwenden. Aber die darf nicht im Bild zu sehen sein und das versuchen wir mit einer Angelschnur zu machen, sodass wir die Angelschnur im Nachhinein dann einfach rausretuschieren können. Warte, Licht, perfekt, und bitte hoch. Also jetzt haben wir den Deckel geöffnet. Hat super ausgesehen, auch in Slow Motion war es sehr schön. Das nächste, was wir machen, ist das Bier einzuschenken. Da müssen wir gleich noch mal gucken, wie wir das mit dem Lichtsetzung am besten machen, dass es nicht so sehr spiegelt im Glas. Genau, gerade eben haben wir noch mal kurz einen Shot gemacht, wie das Bier offen dasteht, so in seiner Schönheit. Genau, das ist jetzt der nächste Schritt, das Einschenken. Das Bier verfolgen, wie es im Glas sich so erstmal unten an dem Boden ankommt und dann aufschäumt auch alles. Genau. Ja, auf jeden Fall will ich anfangen mit einer sehr leicht feinen Belichtung quasi, dass der Hintergrund schwarz ist und nur Lichtscheine, sag ich mal, die Silhouette des Flakons so ein bisschen eröffnen quasi, dass man so einen leichten Eindruck bekommt. Und danach wollte ich in die normale Lichtsituation gehen mit blauem Molton. Weil die Flasche ist ja auch, hat ja so einen Blauton. Und das Licht soll recht kühl sein. Ja, dann mit der Drehscheibe hier, die wollte ich damit einbauen, dass man da ein bisschen Bewegung drin hat. Okay, also wir werden jetzt quasi das Abschlussbild nochmal drehen. Jetzt haben wir die Produkte nämlich alle noch im ungeöffneten Zustand. Im weiteren Verlauf des Drehs werden wir ein, zwei öffnen müssen, um zu präsentieren, wie der Inhalt dann eben aussieht. Deswegen ziehen wir jetzt diese Einstellung vor. Wir werden jetzt ungefähr quasi diesen Karton jetzt hier eben wieder sehr demonstrativ aufbauen. Davor diese Trinkflasche und links und rechts dann die verschiedenen Getränkepulver aufbauen. Aufnahme läuft.